Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Du befindest dich heute in einem Zustand der Aufgeschlossenheit und großer Visionen. In deinem Kopf wimmelt es nur so von neuen Ideen und du hast einen Sinn für Wunder, der deine Fantasie beflügelt. Deine Intuition ist in dieser Zeit besonders ausgeprägt. Vertraue auf deine Selbsterkenntnis und dein Selbstvertrauen und lass dich von deiner angeborenen Kreativität leiten. Wenn ein Freund oder eine Freundin mit einer eher pessimistischen Einstellung versucht, dich von deinen großen Plänen abzubringen, solltest du ihren Rat mit Vorsicht genießen. Denke an die Quelle der Negativität und behalte die Dinge im Blick. Bleib bei deinen eigenen Initiativen und du wirst zweifellos Erfolg auf deinem Weg haben. Der heutige Tag ist eine ideale Gelegenheit, dich in deine Gefühle zu vertiefen und sie mit den Menschen zu teilen, die dir wichtig sind. Diese himmlische Energie ermutigt dich auch dazu, deine Beziehung zu dir selbst zu verbessern. Wie bei der Pflege jeder Beziehung ist es wichtig, dass du dir überlegst, was du dir wirklich für dich wünschst. Wünschst du dir einen gesünderen Lebensstil, mehr Freunde, weniger Zeit auf der Arbeit oder mehr Spaß an den Wochenenden? Führe einen ehrlichen Dialog mit dir selbst und überlege, was dir ein echtes Lächeln ins Gesicht zaubern würde. Eine solche Selbstreflexion kann schneller zu Veränderungen führen, als du vielleicht erwartest. Beginne noch heute damit, diese positiven Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen. Auch wenn du am Arbeitsplatz der Inbegriff eines freundlichen und kooperativen Kollegen bist, sehnst du dich vielleicht nach etwas Größerem. Der Wunsch, mehr zu erreichen, weiterzukommen und höhere Ziele zu stecken, nagt vielleicht an dir. Nimm dir in den nächsten 4 Wochen die Zeit, um über deinen beruflichen Ansatz nachzudenken und zu prüfen, ob du mit deinem derzeitigen Weg wirklich zufrieden bist. Überlege, was du tun kannst, um deinen Zielen näher zu kommen und dir neue Möglichkeiten zu eröffnen. Der Tag bringt Menschen auf unerwartete und seltsame Weise zusammen. Wenn du auf der Suche nach einer Romanze bist, könntest du eine wunderbare Überraschung erleben. Du könntest jemandem begegnen, der über einen längeren Zeitraum heimlich starke Gefühle für dich hegt. Auch wenn ihr nicht bei jedem Thema einer Meinung seid, schaffen die Unterschiede zwischen euch einen faszinierenden Kontrast, der eure Beziehung eher stärkt als sie zu beeinträchtigen. Nimm die Vielfalt in deiner Beziehung an und schätze die einzigartigen Qualitäten, die jeder von euch mitbringt. In der großen Sinfonie deines Lebens sind die Sterne harmonisch ausgerichtet, um ein außergewöhnliches Ereignis einzuleiten. Sei bereit, denn das schimmernde Potenzial eines Wunders steht am Horizont und ist bereit, dich zu segnen. Dieses himmlische Geschenk kann sich auf unerwartete und wundersame Weise manifestieren und deine Welt mit Ehrfurcht und Faszination erfüllen. Halte dein Herz offen, behalte eine positive Einstellung und nimm die glücklichen Momente, die sich dir bieten, von ganzem Herzen an. Wunder treten oft dann auf, wenn man sie am wenigsten erwartet, und mit einem unerschütterlichen Glauben an das Wohlwollen des Universums wirst du bald in das Außergewöhnliche eintauchen können. Sei geduldig, bleibe hoffnungsvoll und erlaube dem Zauber des Kosmos, sich anmutig in deinem Leben zu entfalten. Nach der gestrigen Sonnenfinsternis wechselt der Mond heute in das stimmungsvolle Zeichen Skorpion. Dies ist eine Zeit der Kontemplation und tiefgreifender Entscheidungen, denn die Entscheidungen, die du heute triffst, werden deinen Weg in den kommenden Jahren nachhaltig beeinflussen. Es ist wichtig, dass du dich mit deinen innersten Gefühlen verbindest, während du die Erkenntnisse der letzten Sonnenfinsternis verarbeitest. Überlege dir, wie du am besten vorgehst, und triff Entscheidungen, die mit deinen Werten und Zielen übereinstimmen,
um die Weichen für deine zukünftige Reise zu stellen. Wähle weise und folge dem Weg, der am harmonischsten mit deinem wahren Selbst übereinstimmt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 3 der Stäbe steht für Expansion, Erkundung und den Blick in die Zukunft. Diese Karte zeigt, dass du heute voller Optimismus und Vorfreude bist. Sie steht für eine Zeit der Horizonterweiterung und der Suche nach neuen Möglichkeiten. Die 3 der Stäbe ermutigt dich, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben und mutige Schritte in Richtung deiner Ziele zu unternehmen. Sie erinnert dich daran, dass du dir eine bessere Zukunft schaffen kannst, wenn du dich auf Veränderungen einlässt und dich ins Unbekannte wagst. Zusammen mit der 3 der Stäbe haben wir den Narren. Diese Karte steht für Neuanfänge, Spontaneität und einen Vertrauensvorschuss. Sie steht für eine Zeit, in der du dich mit einem Gefühl der Unschuld und des Vertrauens auf ein neues Abenteuer einlässt. Der Narr lädt dich dazu ein, die Energie der Spontaneität zu nutzen und Risiken einzugehen, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben. Er erinnert dich daran, dass manchmal die lohnendsten Erfahrungen gemacht werden, wenn man aus seiner Komfortzone heraustritt. Als letztes haben wir den König der Münzen. Diese Karte steht für finanziellen Reichtum, Stabilität und ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Sie steht für eine Zeit der Sachlichkeit und für die Notwendigkeit, deine Ressourcen weise zu verwalten. Der König der Münzen ermutigt dich, deine finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll anzugehen und deine Ressourcen effektiv zu nutzen. Er erinnert dich daran, dass du deine langfristigen Ziele erreichen kannst, wenn du für Stabilität und Sicherheit sorgst. Die 3 der Stäbe, der Narr und der König der Münzen bilden zusammen eine Kombination aus Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Mach dir heute die Energie der 3 der Stäbe zunutze, indem du optimistisch nach vorne blickst und nach neuen Möglichkeiten suchst. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten und gehe mutige Schritte auf deine Ziele zu. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Narren, indem du offen für neue Anfänge bist und einen Vertrauensvorschuss gibst. Lass dich auf Spontaneität ein und hab keine Angst, dich ins Unbekannte zu wagen. Kanaliere die Energie des Königs der Münzen, indem du verantwortungsvoll und praktisch an deine finanziellen Angelegenheiten herangehst. Verwalte deine Ressourcen weise und sorge für Stabilität und Sicherheit. Diese Deutung steht für einen Tag der Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Lass dich von der Energie der 3 der Stäbe inspirieren, indem du optimistisch in die Zukunft blickst. Lass dich von dem Narren inspirieren, wenn du dich auf neue Abenteuer einlässt. Nutze schließlich die Weisheit des Königs der Münzen, um deine Ressourcen effektiv zu verwalten und die finanzielle Stabilität zu erhalten. Denke daran, dass du dir eine Zukunft schaffen kannst, die mit deinen Zielen und Wünschen übereinstimmt, wenn du mutige Schritte unternimmst und Veränderungen mit Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein annimmst. Wenn du die Qualitäten dieser 3 Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Aufregung, Spontaneität und Sachlichkeit bewältigen.